sind wir schon gleich in der ersten Runde. Ja, wird spannend zu sehen. Ein Kampf, wo beide schon sehr viel mehr Kämpfe gehabt haben. Ja, ja. Als davor. Im Vergleich zum ersten Kampf. Schauen wir, was jetzt kommt. Ja. Sehen ein bisschen ab, das nicht so. Kammerl legt gleich direkt los. Bewegt sich auch gut im Stand. Wesam wartet noch ein bisschen. Versucht die Distanz zu finden, wartet auf Reaktionen. Oh. Gut gesehen vom Wesam. Und da sehen wir jetzt zwei Striker. Beide warten auf eine Reaktion, beide warten, dass sie eine Kombination raushauen können. Wobei ich sagen muss, Tamerlan kommt ein bisschen ruhiger vor, wartet ein bisschen ab und springt da rein. Wesam sucht den Clinch und drückt Tamerlan zur Wand jetzt. Wesam versucht die Hände hinterm Körper von Tamerlan zu bekommen, ringt ihn jetzt am Boden kurz. Tamerlan steht gleich wieder auf. Wesam mit einem Wurf zu Boden und ist jetzt auch in der Side-Control. So viel zum Thema, Wesam wird eher im Stand bleiben. Ja, es ändert sich dann oft. Sehr, sehr schnell. Ja. Ja. Kampfverlauf bedingt kann sich das immer sehr schnell ändern. Okay, was passiert da jetzt gerade mit den Beinen? Das ist nicht ganz. Tamerlan hat Schock, aber ist nicht ganz. Er hat dann Spaß dabei. Wesam versucht sich aufzustehen, versucht sich zu lösen. Ganz, ganz schwer zu da aufzustehen. Oh, wow. Sehr unglaublich. Sehr stark. Da wollte Wesam am Boden gehen und dann ist es ein bisschen nach hinten losgegangen. Aber sehr, sehr gescheit gemacht da von Tamerlan. Ja, Tamerlan, man hat gesehen, von Anfang an war ein bisschen ruhiger, ist man vorgekommen. Wirklich stark gemacht. 18 Jahre jung, der Bursche. Da haben wir das erste vorzeitige Finish heute. Schade, ich habe gehofft, wir werden ein bisschen mehr mit Striking werden. Ja, hat am Anfang so ausgeschaut, ja. Aber wie gesagt, kann sich schnell ändern im Kampf immer. Ja. Schade, dass wir die andere Perspektive nicht gekriegt haben. Ich hätte sehr gern gesehen, was da passiert ist. Jetzt sehen wir es vielleicht ein bisschen am Bildschirm. Was der Tamerlan da genau gemacht hat, das den Wesam da zum Aufgeben gebracht hat. Sein tricky Marco-Krisisch Schock nenne ich ihn jetzt mal. Ja. Ja. Aber macht nichts. Schön gemacht von beide. Ah, Wesam. Vorteilsverbindung. Bis dahin. Wesam auch gut kontrolliert, aber. Voll. Wie gesagt, Tamerlan war sehr ruhig, hat genau gewusst, was er meine macht. Meine Damen und Herren, willkommen zum offiziellen Ergebnis. Sieger durch Submission, Buggy Joke. Runde 1, Minute 2:01. Tamerlan So, da werden auch Fotos gemacht im Cage jetzt. Mit dem ganzen Team, auch mit dem gegnerischen Team. War sehr, sehr cool, ist beim zweiten Kampf jetzt wieder Sportsmanship nach dem Kampf. Oder doch nicht. Ja, den macht wieder Späße. So etwas finde ich super. Wenn der Trainer noch schaut, dass du perfekt ausschaust fürs Bild. Ah, ja, ja. Richtet die Hose vom Kämpfer. Ganz wichtig immer, fürs Foto muss passen. Ja.
Timmerlan, herzliche Gratulation. Was sagst du zu dem Kampf und dieser Submission? Also, danke an alle. Als erstes danke an alle, dass ihr gekommen seid und mich unterstützt habt. Danke euch. Und ja, der Gameplan war eigentlich, 3 Runden durchzukämpfen. Ich habe mich mental auf 3 Runden vorbereitet, aber es ist irgendwie passiert. Und als ich erstes Mal diesen Buggy Choke angesetzt habe, er ist so runtergefallen, ich dachte mir, er ist eingeschlafen, ich habe losgelassen. Und dann habe ich einfach noch einmal das gemacht. Sag uns, wie oft hast du diesen Buggy Choke gedrillt? Nicht oft. 3-4 Mal im Training. Mehr nicht. Das war ein Training. Gibt es noch was, was du sagen möchtest? Ich danke an meinen Gegner, er war sehr respektvoll. Das hat mir sehr gefallen, aber das war schon zu viel Respekt. Ich konnte nicht mehr ihm schlagen. Ich konnte nicht, das war einfach. Ja, normalerweise, die Gegner sind ja so, die provozieren. Aber danke an Wesam, ehrlich, er war sehr respektvoll. Danke dir. Danke, Timmerlan, und Gratulation zu dem Sieg. Ja, da hat man es jetzt eh gehört. Ja, sehr, sehr schön. Normalerweise sagt er, die Gegner provozieren ein bisschen, muss ja nicht immer so sein. Ja. Kann ja, ist ja Sport auch, also dementsprechend